Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Zwickau blüht auf, Blumen geben Hoffnung. Backen mit Kritti, Kartoffelkuchen und umstrittener Elfmeter lässt FSV punktlos. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es ist Montag, eine neue Woche hat begonnen und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Auch wenn sich heute Morgen die Temperaturen teilweise im Minusbereich bewegt haben, es ist nicht zu übersehen, der Frühling steht vor der Türe. Überall schlagen die Bäume aus und auch in Zwickaus Innenstadt finden sich viele Farbtupfer in Form von bunten Frühlingsblumen. Seit einigen Jahren ist es in der Schumannstadt zu einer kleinen Tradition geworden, dass Händler, Gastronomen und Gewerbetreibende zu Beginn des Frühlings farbige Akzente in Form von Blumen setzen. Besonders im Jahr 2018, als Zwickau 900 Jahre gefeiert hat, konnte man wunderschöne Kreationen bewundern, welche auch oft einen Bezug zur Muldestadt hatten. Mit der Aktion Zwickau blüht auf, ins Leben gerufen von der Wirtschaftsförderung Zwickau, soll gezeigt werden, wie schön und lebenswert Zwickau ist. Auch wenn es in diesem Jahr Corona-bedingt keinen offiziellen Startschuss in Form eines Pressetermins zur Aktion gegeben hat, findet diese trotzdem statt. Richtig, genau. Also dieses Jahr ist die Aktion so geplant gewesen, dass wir keinen großen Pressetermin machen wollten. Wir wollten aber nichtsdestotrotz Zwickau als lebenswert darstellen und wir als Wirtschaftsförderung, insbesondere die Stadtmanagerin und ich, wir haben dann dieses Jahr uns überlegt, wie wir die Aktion gestalten können. Und wir sind dann dieses Jahr anders rangegangen als die letzten Jahre. Wir haben also nicht die Händler angesprochen und auch nicht die Gastronomen, sondern wir haben uns auf Sponsorenakquise begeben, haben also geschaut, wer könnte mit uns gemeinsam diese Aktion trotzdem durchführen. Und da haben sich ein paar Sponsoren aufgetan und Beete bepflanzen lassen, als auch was noch kommen wird. Aufgrund der Witterung ist es noch nicht installiert worden. Ein bepflanztes Klavier. Am Anker wird es aufgestellt. Und so finden wir trotzdem in Zwickau zahlreiche Farbtupfer, die einfach die Stadt lebenswert machen sollen und ein bisschen Frohsinn in die jetzige Zeit bringen sollen. Wer gehört denn zu den Sponsoren? Ja, zu den Sponsoren gehören Polar 1. Wir machen am Georgenplatz eine kleine Installation, der ADAC, Blumengelrich, die Wasserwerke, die ZTV und die GGZ. Dann ist es eine tolle Aktion, um in diesen tristen Zeiten doch zu zeigen, Zwickau ist schön und lebenswert und ich glaube, die Zwickau werden es Ihnen danken. Richtig, das hoffen wir auch natürlich und ja, jeder soll sich an den Pflanzungen erfreuen und zumindest mit einem Lächeln durch die Innenstadt gehen. Wir haben uns dann mal auf den Weg gemacht und geschaut, an welchen Stellen in Zwickau es die schönsten Bepflanzungen gibt und Passanten gefragt, wie sie die Aktion finden. Also mir gefällt sehr gut. Ich wohne gleich hier um die Ecke und habe nicht nur hier die Blumen gesehen, sondern auch direkt vor den Arkaden und ich glaube hier vorne noch an der Kreuzung auch. Und ja, gefällt mir sehr gut. Gestern habe ich gesehen, dass auch jemand was kaputt gemacht hatte hier vorne an der B93 an diesen Pflanzen in der Nacht wahrscheinlich umgeschmissen, fand ich nicht so schön, weil es ist, glaube ich, viel Aufwand, kostet auch Geld, das zu machen. Es ist aber eine schöne Sache, in diesen Zeiten solche Zeichen zu setzen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Gestern kam mir auch eine Frau angerannt, die hat ein paar Blümchen wieder aufgerichtet, die umgefallen war, fand ich auch schön. Und insgesamt die Aktion ist sehr begrüßenswert in so ein bisschen tristen und traurigen Zeiten. Dann wünschen wir Ihnen. Ist wunderbar. Freue ich mich sehr, dass die ZTV das macht. Wunderbar. Ja, überhaupt, Zwickau hat sich in den letzten Jahren derart positiv entwickelt, dass auch die Zeit genutzt wird, hier daran weiterzuarbeiten, finde ich toll und ist zumindest in dieser Zeit ein geeignetes Mittel, Zwickau noch besser in Szene zu setzen. Ihnen gefällt es auch? Ja, sehr, sehr. Wir waren jetzt länger nicht in Zwickau.
Und wichtig ist schon der Punkt im Frühling, dass wir alle gemeinsam doch die Zeit durchstehen. Zwickau blüht auf. Wie finden Sie das, dass solche Signale aktuell gesetzt werden? Das ist super. Ich finde alles, was den Frühling und die Zeit jetzt unterstreicht, und finde ich einfach toll. Und Zwickau überhaupt. Ich war lange Zeit nicht in Deutschland. Ich war so in Holland. Es ist für mich eine neue Erfahrung, dass Zwickau echt eine schöne Stadt ist. Wir sehen hier, Zwickau blüht auf, eine Bepflanzung, und Sie stehen ja ab und zu doch mal vor der Tür. Wie finden Sie diese Aktion? Die finde ich sehr gut, löst aus ein bisschen Freude, und selbst wenn man diese Bäume hier auf dem Kornmarkt sieht, bringt das irgendwie Ruhe, Heiterkeit, Gelassenheit in den Körper. Wie erleben Sie die Menschen aktuell? Ich will nicht sagen verbissen, aber sehr in sich gekehrt. Zum einen, weil man es nicht versteht, und zum anderen aber auch, wer die schweren Erkrankungen in seinem Bekanntenkreis kennengelernt hat, sagt, irgendwie muss hier was zu Ende gehen. Wir müssen uns dran halten, aber es muss vorwärts gehen. Und deshalb sind solche Signale wie Zwickau blüht auf eine gute Sache. Jawohl, das ist wirklich so. Dann schönen Tag, danke. Auch so manch kleine Maus hat mit dem Papa ein bisschen Biologieunterricht gemacht und nachgefragt, wie die Blümchen wohl heißen. Dann werden wir schauen, wo überall in der nächsten Zeit noch blumige Zeichen gesetzt werden. Die Deckenerneuerung in Teilbereichen der Bockwaer Kohlenstraße wurde termingerecht heute abgeschlossen. Die Vollsperrung der Bockwaer Kohlenstraße wird damit am morgigen Dienstag aufgehoben. Im Rahmen der Baumaßnahme wurde in mehreren Teilabschnitten die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht erneuert. Bauausführendes Unternehmen war die Firma Wolf Straßen- und Tiefbau aus Reinsdorf. Die geplanten Kosten von 168.000 Euro wurden unterschritten. Aufgrund der neuen Corona-Schutzmaßnahmen durch den Bund und den Freistaat Sachsen muss leider das Robert-Schumann-Konservatorium ab heute für den Präsenzunterricht erneut geschlossen bleiben, da im Landkreis Zwickau die Wocheninzidenz bei über 165 liegt. Ab sofort erhalten die Schülerinnen und Schüler wieder alternative Unterrichtsangebote. In den letzten 2 Wochen fand am Konservatorium mithilfe eines umfassenden Test- und Hygienekonzeptes der erste reguläre Einzelunterricht seit Mitte Oktober statt. Hingegen bleiben die städtischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit geöffnet. Grundlage ist die für diesen Bereich weiterhin gültige Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendcafés Atlantis, Jugendclub Airport, Jugendclub Citypoint und Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Marienthal stehen den Kindern und Jugendlichen damit auch weiterhin bei Fragen und Problemen mit Rat und Tat zur Seite. Werbung. Ich meine, wir können ja nicht schon alles im Backoffice machen und dann noch den Frontoffice-Kram. Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Aber afrikanischer Robusta ist wirklich wow. Das Auto ist echt komfortabel, aber noch besser wäre es elektrisch, weil Elektrofahrzeuge heutzutage einfach so beeindruckend. Komfort genießt man noch besser, wenn es still ist. Der neue Citroën C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid. Ab jetzt bei Ihrem Händler. Citroën. Fit-Tipps in Zeiten von Corona. Der Sportpark Zwickau weiß, wie es geht. Schalten Sie ein bei TV Westsachsen und machen Sie mit. Wir bieten allen, die daheim bleiben müssen, täglich aktuell das perfekte Sportprogramm, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Fit-Tipps in Zeiten von Corona, eine Gemeinschaftsproduktion des Sportparks Zwickau mit TV Westsachsen. Sanitätshaus Treitschke, seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten
Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte, über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Der Kartoffelkuchen oder im Vogtland auch der Erdäppelkuchen ist ein beliebtes Gebäck bei Groß und Klein und das zu jeder Jahreszeit. Unsere Gritti zeigt in dieser Folge, wie Sie ihn daheim ganz schnell zaubern können. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier in der Goldbrötchenbäckerei Jansmüller zu backen mit Gritti. Wie versprochen, unser vogtländischer Kartoffelkuchen. Ich war schon die ganze Zeit da drauf, glauben Sie es mir, weil ich den liebe. Aber selber nie richtig Back macht immer mein Vati oder mein Bruder. Das sind nämlich die Kartoffelkuchenkönige. Wir fangen einfach mal an. Heute ist es ein klein bisschen schwieriger. Vielleicht, wir werden es sehen. Schauen wir mal. Also, wir haben 500 Gramm Mehl, 600 Gramm Kartoffeln, schön gekocht, können vom Vortag sein oder noch einen Tag älter, schön durchgerieben, ein Ei, 125 Gramm Zucker, 2 Hände voll Rosinen. Manche mögen sie nicht. Ich sage, sie gehören rein. Sie schmecken sehr gut drin, geben ein bisschen Pfiff und sind saftig. 50 Gramm Hefe und 250 Milliliter temperierte Milch. Als erstes schlemmen wir mal die Hefe auf mit der Milch. So. So dass die sich nord schön entfalten kann. Man zergreift das dann auch, aber wie gesagt, das ist erstmal schon mal wichtig. Und dass sie temperiert ist, dass sie nicht eiskalt ist, aus dem Kühlschrank kommt, das wäre vielleicht auch noch gut. So. Und dann nehmen wir unsere Schüssel und da reingeben. Unser Mehl. Unsere Kartoffeln. Alles vielleicht so ein bisschen erstmal an der Seite, dass man auch sieht, okay, ich habe jetzt nichts vergessen. Unseren Zucker. Unsere Rosinen, ne? So. Unser Ei, so. Eine Prise Salz würde ich empfehlen, gibt immer noch ein bisschen dem ganzen Halt und Stabilität und auch den Geschmack, es unterstützt immer. So, und jetzt unsere aufgeschlemmte Hefe, wenn noch ein bisschen ist, das macht nichts, wie gesagt, so. Und dann unsere Milch. Also wie gesagt, ich habe ein kleines bisschen mehr, stellen Sie sich auch ein bisschen mehr immer hinzu, weil manchmal ist er ein wenig trocken, dann muss man noch ein bisschen zugeben, also so 50 Milliliter. Und dann tun wir das Ganze schön verkneten. Es sind recht viel Kartoffeln, also es sind 60%. Man hat so 1 Kilo Gesamtmenge, man muss immer so rechnen, 1 Kilo Gesamtteig. Und dann davon noch einmal 60% Kartoffeln, also noch mal 600 Gramm. Und Sie sehen schon, das wird, man denkt, es ist ein wenig weich, aber eigentlich nicht. Ja. Bei uns im Vogtland ist es ja wirklich, viele sagen Erdäpfelkuchen, aber ich sage Kartoffelkuchen und auch nicht Zuckerkuchen, sondern hier sind ja richtig viele Kartoffeln drin. So, der Teig ist schon mal halbwegs gut. Dann tun wir unsere Arbeitsfläche so ein bisschen mit Mehl bestiegen, geben das Ganze noch mal drauf. So.
Mehl noch. Und dann tun wir mal das Ganze so ein bisschen zu einem Teig zusammenstoßen. So. Wenn wir natürlich keinen Schaber haben, nehmen wir einen Löffel. Ne? Sie haben daheim bestimmt keinen Schaber. Oder so ein Teigschaber ist auch kein Problem. Geht alles. So einen kleinen Ausputz. So. Dann verarbeiten wir das. Und der kriegt schon Elastizität. Das sehen Sie. Der wird gut. Der wird sehr gut. Und das ist einer meiner Lieblingskuchen, der Kartoffelkuchen. Ist nicht viel dazu. Wirklich, Sie haben es ja gesehen, ist ein ganz einfaches Rezept, aber mit großer Wirkung. So, und schon ist er fertig. So, ich wasche mir mal ganz kurz die Hände und dann erkläre ich Ihnen, wie wir fortfahren mit dem Ganzen, mit dem Teig. Da ist jetzt nicht mehr viel zu beachten. So. Muss halt immer sein, ne, Händewaschen. Das ist wichtig. So, hier haben wir jetzt 1600 Gramm Teig. Wir nehmen wieder unser Schaber oder unser Messer. Wir teilen den nochmal in vier Teile. Müssen nicht ganz genau groß sein. So, und dann machen wir die einfach so ein bisschen zusammen. So, so, so. So, wir stieben die nochmal klein ein bisschen mit Mehl. Und dann nehmen wir einfach verdeckt unsere Schüssel drüber. Und lassen das eine halbe Stunde ruhen, dass der schön hochkommt, dass sich das entfalten kann, dass es schön Volumen gibt. Ich natürlich habe heute nicht geschlafen und habe einen Teig vorbereitet. So sieht dann ein Teigling aus, der schon eine halbe Stunde gegangen ist. So, den rollen wir dann aus. Wie gesagt, hier ist Volumen da. So, stellen wir alles beiseite, nehmen unser Rollholz. Zu Hause haben Sie ja sicherlich wieder von der Springform das Ende. Das fetten Sie schön ein. Ich habe eine größere Variante heute. Ich habe unsere Schwarzbleche. Wir nehmen die immer. Dort für einen Kartoffelkuchen sind die gut geeignet. Wer sowas natürlich zu Hause hat oder einen großen Ofen hat, kann die natürlich sehr gerne nehmen. So, dann rollen wir das ein bisschen aus. Schön vorsichtig, der ist weich. Wer manchmal so Wickelklöße und sowas macht, der kennt sich dort damit aus. So, so im Kreuz immer ein bisschen, ne? Und dann die Ecken so ein bisschen und kann so wenig, dass die runde Form rauskommt. Und Sie sehen, das war es schon vom Kartoffelkuchen, vom ganzen Herstellen her. So, und dann geben wir das auf unser vorgefettetes Blech. So. Dann stechen wir das noch ein bisschen mit dem Messer ein. Tschack, 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 tschack. So. Und das lassen wir noch mal 10 Minuten ruhen. Habe ich auch nicht geschlafen. So, weiter geht's. Habe ich vorbereitet, sodass er schon ein bisschen geruht hat. Der kommt noch mal ein bisschen hoch. Man sieht, das Mehl, das zieht noch gar ein. Und das backen wir dann im Ofen, vorgeheizt, 210 Grad, so circa 15 bis 20 Minuten. Sie sehen dann, dass das schön goldgelb. Fangen wir mal an. Ich schaffe nochmal rein. So. Der kommt dann schön hoch und dann wird er so goldgelb. Und wie gesagt, wenn er goldgelb ist, dann raus. Bis gleich. So, unser Kartoffelkuchen ist jetzt fertig. Wie gesagt, sieht gut aus, schön goldgelb. Ja, ich bin ganz so da geht's schon. So, und jetzt, wie gesagt, geben wir noch dem ganzen Butter hinzu. Ausgelassene Butter, schön drauf. Die sickert dann so noch schön rein. Ja, und dann eine Mischung aus aus Zucker und Zimt. Und die streuen wir so schön drüber. Und da sieht man dann so kleine Schneisen. Und das zieht es. Oh, Hans, riechst du das? Das riecht doch himmlisch, oder? Ja. Das ist ein Traum. So, und schon ist unser Kartoffelkuchen fertig. Es ist vielleicht nicht so pompös, aber der knallt rein mit dem Punktensatz. Der schmeckt wahnsinnig gut. Den kann man aufheben, der hält lange. Man kann ihn auch mal einfrieren. Man hat immer was zum Kaffee oder einfach für zwischendurch. Der schmeckt.
Heute grüße ich mal ganz lieb meinen Nachbarn, meinen Heinz. Heinz, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du kommst wieder aus dem Krankenhaus raus. Du hast immer gesagt, Grit, du gehörst auf die Bühne. Und es ist nicht ganz eine Bühne, weil wir machen echte Sachen hier. Hier kommt echter Kartoffelkuchen aus dem Vogtland. Ich wünsche allen alles Gute. Sonnige Tage, die kommen jetzt. Und allen viel Glück und Sonne im Herzen. Tschüssi, ihre Kredi. Bis bald. Comedia-Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Der FSV Zwickau hat sein Auswärtsspiel am vergangenen Samstag beim FC Ingolstadt 04 mit 3:2 verloren. Im Mittelpunkt stand dabei der Bundesliga-Schiedsrichter, der mit einer Fehlelfmeter-Entscheidung die Ingolstädter auf die Siegerstraße brachte. Im Vergleich zum Heimspiel gegen die kleinen Bayern begann der FSV mit Wilms. Schröter musste verletzt passen und war gar nicht erst nach Ingolstadt mitgereist. Ronny König traf in Halbzeit 1 für die Zwickauer, Marius Hauptmann in Halbzeit 2. Am Ende half auch alles Anlaufen nicht. Der FSV musste sich knapp geschlagen geben. Diese Woche pausiert die dritte Liga. Der FSV Zwickau spielt am Samstag nächste Woche im Sachsenpokal bei der BSG Chemie Leipzig. Na, abgesehen von der Elfer-Entscheidung, war das wieder eine richtig coole Erfahrung für mich reinzukommen. Hatte direkt ein, zwei Situationen gegen Kutschke, wo ich direkt da sein musste, was mir aber auch gut getan hat. Und das sind alles Erfahrungen, die ich mitnehme. Und klar merke ich, dass du dann auch sicherer wirst, dass du selbstbewusster wirst. Und das kann ja nur das Ziel sein. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber es haben jetzt schon viele gesagt, dass ich einfach gegen den Bauch gekriegt habe, Basti Stritzel den Ball. Und ja, aber letztendlich pfeift der Schiedsrichter, wir verlieren hier 3:2. Das sind die Fakten. Und trotzdem haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir sind zweimal zurückgekommen und hätten, glaube ich, auch noch einen Ausgleich. Ja, absolut. Also ich habe die Szene noch nicht gesehen. Habe nur gehört, dass anscheinend keine Hand war. Das ist natürlich doppelt bitter, weil wenn du einen Anschluss machst, haben wir schon das Ziel gehabt, das auch noch zu gewinnen. Wenn du so eine Fehlentscheidung noch mal ins Treffen gerätst, ist das natürlich schwer für den Kopf auch. Aber ich glaube, wir sind in der Mannschaft auch so stark, auch mental, dass wir alles dran gesetzt haben. Einen Ausgleich zu machen, hat dann leider nicht mehr gereicht. Wir hatten auch, glaube ich, außer den Kopfball von King keine Riesenchance mehr. Ja, am Ende hat es Ingolstadt auch dann abgezockt gemacht. Ja klar, ist bitter, vor allem durch so eine Entscheidung wieder so einen Nackenschlag reinzukriegen. Hab's mir jetzt gerade nochmal in der Wiederholung angeguckt. Also es ist nicht mal irgendwie die Hand im Spiel oder wo man das interpretieren könnte, dass da was dabei ist. Ja. Umso bitterer. Ich finde, wir kommen immer wieder gut zurück. Wir glauben an uns, egal wer reinkommt, wer nicht reinkommt. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und ist dann natürlich umso bitterer, wenn du dann halt mal wieder zurückgekommen bist, dann nochmal wiederzukommen, weil du wieder einen Nackenschlag kriegst. Aber ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen, wie wir das hier angenommen haben. Das war schon cool. Also wir wissen, dass wir mit Chemie dann auch einen schweren Brocken vor uns haben, wo du noch nicht so wirklich weißt, wie sind die qualitativ drauf. Das ist alles immer sehr, sehr trügerisch, vor allem im Pokal. Da weiß man ja auch, wie da so die Regeln sind. Deswegen bereiten wir uns ganz normal darauf vor. Wir werden uns jetzt morgen regenerieren, Montag regenerieren und dann gucken wir schon wieder im Hinblick aufs nächste Spiel. Das ist am Wochenende Sachsenpokal. Ich glaube, es ist wieder eine schwere Aufgabe gegen unterklassischen Vereinen, gegen Regionalligisten. Die werden auch hoch motiviert sein und da müssen wir auch alles raushauen. Ja, wir müssen das auf jeden Fall ernst nehmen. Darf keiner unterschätzen, aber machen wir sowieso nicht. Sind wir nicht Mannschaft dafür. Ich glaube, Chemie Leipzig ist eine unangenehme Truppe, die natürlich dann den Drittligisten raushauen will. Und deswegen müssen wir uns gut regenerieren und gucken, dass wir da alles reinwerfen, weil das brauchen wir, um dann am Ende im Finale zu stehen. Der ehemalige Regionalligaspieler Tommy Färber steht in der kommenden Saison neben VfC-Chefcoach Robert Fischer an der Seitenlinie. Bisher trainierte der 30-Jährige das U19-Landesliga-Team. Färber spielte als Aktiver über 150 Pflichtspiele für den VfC, davon 56 Mal in der Regionalliga. Das Amt des Torwarttrainers übernimmt Ronny Dirsch, der bereits seit April 2019 als Assistenztrainer im Vogtlandstadion aktiv ist. Werbung.
Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Internet in Turbospeed. Bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. In den Dienstag starten wir mit viel Sonne. Nur einige harmlose Wolken ziehen im Tagesverlauf ins Sendegebiet. Bei einem leichtböigen Wind klettert das Thermometer bis auf 11 Grad. Der Mittwoch wird dann wohl der schönste Tag der Woche. Den ganzen Tag überstrahlt die Sonne vom Westsachsenhimmel. Die Tageshöchstwerte bewegen sich um die 16 Grad. Gegen Abend ziehen Wolken ins Sendegebiet, aus denen es gelegentlich regnen kann. In den Donnerstag starten wir mit Regenschauern. Später treibt der einsetzende Wind die Wolken auseinander und die Sonne lässt sich blicken. Das Thermometer klettert dann bis auf 17 Grad. Am Freitag liegen die Tageshöchstwerte nur noch bei 12 Grad. Die Sonne wechselt sich mit wolkigen Abschnitten ab. Gelegentlich kann es zu Niederschlägen kommen. Richtiger Frühling sieht irgendwie anders aus. Das war tagaktuell für den Montag. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und würde mich freuen, wenn ich Sie auch morgen an gleicher Stelle wieder begrüßen darf. In diesem Sinne, machen Sie es gut.